Hack, hack, hack. Ich brauche neue Rüstung. Jetzt bei The Search 2 im Knaller durchgenommen. Viel Spaß. Ist das das Intro von Knaller durchgenommen? Das ist ja abgefahren. Das ist ja ganz anders. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ihr seid die Kino-Plus-Zuschauer, ne? Jetzt gibt's hier eine Live-Strecke. Ist das nicht schön? Wir haben uns einfach mal gedacht, wir bleiben hier live und zocken ein bisschen, weil wir können ja mal was für euch machen einfach. Heute bin ich alleine, Frodo ist nicht am Start, aber soll dem Ganzen gar keinen Abbruch tun, denn ich merke schon, Liebe geht raus, ihr seid hier gut am Start und ich will jetzt mit euch zocken. Ich gucke gerade hier auf den Bildschirm. Geht mal drauf, Timo ist in der Regie, Jus ist in der Regie, lieben Gruß natürlich. Wir sind jetzt hier nämlich im Hafen und wir haben hier unsere geile Dame, die Klopper-Uschi. Oder wie haben wir sie? Nee, Kati, ne? Klopper-Kati. Und wir wollen natürlich jetzt mal, naja, unserem Priester, der gesagt hat, Alter, du musst jetzt Little Johnny eins auf die Schnauze hauen, dem wollen wir seinen Gefallen mal tun. So. Und dementsprechend kommen wir mal langsam rein. Viel Spaß. Wir sind jetzt hier im Hafen. Hier ist der Seaside Port, da bin ich rausgekommen. Und Progress soll das Ziel sein. Crazy Business ist da. Der schreibt hier, Krogmeier, weiterhin gute Besserung. Mir geht's doch gut. Ist doch alles geil. Lebe ich rein. Servus, Krüger ist fit, der Matsche. Ein krasser Live-Content heute, Martin Gottwald. Ja, so soll es ja auch sein. So ist doch mega. So, okay. Was geht hier ab? Das ist, glaube ich, das Terminal Z, wenn ich das richtig verstanden habe. Und vielen Dank für das gute Feedback vom ersten The Search 2 KHD-Video von uns. Es kommt gut an, gefällt mir. Ja, ich muss schon zugeben, Frodo und ich. Wir sind natürlich zusammen schon energetisch, das muss man schon sagen. Aber hat mir gut gefallen. So, also, gleich wird hier gekloppt. Denke ich mal. Oh, das sind Drohnen, was ist das? Alter, was machen die? Was machen die? Die lähmen mich durch Elektroschock. Wo ist die nächste dort? Aber wenn ich die zuerst treffe, ist es wohl halb so wild. Kein Problem. Da hinten. Da. Ja, die Gegner sind noch nicht so hart hier tatsächlich. Wobei, aber wenn ich gelähmt bin, sind sie doch sehr hart. Alter, komm da raus. Und das ist ein Geschützturm. Und Level 3 Geschützturm. Das ist natürlich fies. Komm her, komm her, komm her, komm her, du. Genau, erstmal die Drohnen weg. Step by step, das ist hier immer der Trick. Ah, Drohne. Jetzt gleich bin ich down. Oh, ich lebe noch. Okay, sehr gut. Wie konnte das passieren? Jetzt bin ich. So, herzlich willkommen zum echten Knall durchgenommen. Ich bin zum ersten Mal am heutigen Tag gestorben mit einer sehr schlechten Leistung, weil ich mich aber auch einfach gefreut habe, dass wir live sind. Verzeiht es mir, ja? Ich habe tatsächlich ein bisschen geübt und behaupte, dass ich das besser kann. Das werden wir gleich herausfinden. Genau jetzt. Step by step die Drohnen laufen. Ja, ist ja gut. So, gib mir doch mal einen Moment. Das war schon sehr dumm. Das ist schon vollkommen recht. Ja, Drohnen gibt's ja, sind ja auch kleine Roboter auf dem Boden. Sind auch Drohnen, ne? Ist ja klar. So. Aber ich habe das Timing noch nicht ganz raus von diesen kleinen Viechern. Die machen nur so ganz leicht Damage, aber die Gefahr besteht ja wirklich darin. Okay, mit der Drohne sind sie sofort down. Mit meiner Drohne. Ja, machen wir das mal eben. So, was wollen wir abtrennen? Linken Arm, ja, ne? So. Das haben wir besser gemeistert als eben. Müsst ihr schon zugeben, da kann ich jetzt auch souverän sein. Das war viel besser. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also, ich habe diese Energiebalken. Die sind die blauen Leisten unter meiner Health Bar. Dort unten, da ist dann also die Ausdauer, das Gelbe. Und dann habe ich diese Energiezellen. Wenn ich Schläge ausübe, dann habe ich, also ich habe halt Waffen, mit denen ich Schläge ausübe, logischerweise. Und je nachdem, wie meine Waffen so drauf sind, geben die mir einen gewissen Prozentanteil an Energie zurück. Damit lade ich meine Batterien. Und diese Batterien kann ich in Lebensenergie umwandeln. Und momentan habe ich zwei gefüllte Batterien umgewandelt in,
ja, zwei so, wie soll ich das denn nennen? Also die, ich habe jetzt ja da so eine 2 stehen bei diesem, wo der Kreis ist, der Kreisknopf, ne? Das ist einfach mein Medipack, wenn ihr so wollt. Da habe ich die Batterie halt umgeladen. Dazwischen gespeichert. Und so funktioniert das Ganze. Und wichtig ist bei diesem Spiel, dass man eben von Gegnern die Rüstungsteile abtrennt, damit man die dann später bauen kann und sich verbessern kann. So, hier ist wieder eine Medibay. Hey! Könnt ihr mich hören, Idioten? Wer hat den verdammten Strom wieder angemacht? Ich hab die Station aus gutem Grund stillgelegt, ihr verdammten Nichtsnutze! Sagt wer? Ich bin Little Johnny, dein verdammter Herr und Meister, du Vollidiot! Sobald ich dich habe, steche ich dir die Augen mit einem rostigen Löffel aus und saug das, was noch übrig ist, mit einem Strohhalm raus! Ich bin ja wohl! Der ist super hässlich, das ist niemals mein Herr und Meister. Sorry, kann nichts hören, schlechte Verbindung. Nein, ich hole mir deinen Kopf, Little Johnny! Willst du auch noch frech werden? Bin der Telefonmann. Ich geh ans Telefon ran. So, und das sind halt diese Medibays. Ja, ich sag's nochmal, vergleichbar wie ein Bonfire. Und jetzt sind wir alle auf der Höhe. Wir sehen schon geil aus, ne? Wir haben eine Kernleistung von 22. Und ich würde mal sagen, ich kann jetzt nicht aufleveln. Kann ich aufleveln? Doch, ich kann aufleveln, weil ich habe noch ein bisschen Scrap in meinem Inventar. Und jetzt kann ich aufleveln. Yes. Kann wieder 2 Module vergeben für Gesundheit oder Ausdauer oder Akkueffizienz. In diesem Fall würde ich auf Ausdauer gehen, weil mir das dann irgendwie schon wichtiger vorkommt gerade. Und die restlichen Tech-Scraps, die ich habe, packe ich mir in meine Bank. Also, ne, ich habe, das sind so wie Souls, ne, ist ja klar. Und die kann ich jetzt in meinem Bonfire, in meiner Mini-Bay abspeichern. Und da sind sie dann safe, auch wenn ich sterbe, dann habe ich die noch sicher dort. Mache ich. Immer wenn ich so eine Mini-Bay benutzt habe, ist natürlich auch so, dass die Gegner wieder da sind, alle respawnen und die ganze Action von vorne machen kann. Ist ja halb so wild, das wollen wir auch. Ich habe mir angewöhnt, immer mal so ein bisschen hier alles kaputt zu kloppen und hier wird man auch schon belohnt. Übrigens, diese lustigen kleinen Graffitis hier, das sind auch wiederum Tags von anderen Mitspielern, die mir dann Hinweise geben können wollen, also die einfach in der Welt dann aufgelistet sind. Ich habe mit Michael Reinke gesprochen, der liebt dieses Spiel auch tatsächlich. Vielleicht mag ich es deswegen, weil wir beide immer so, ne? Wir lieben ja immer die groben und kantigen Spiele. Hier kann ich wohl nichts machen. Hier fehlt mir noch ein Werkzeug. Der Krafthaken fehlt, da kann ich nichts machen. An der Exoline. Sehr schöner Name. Jetzt sind wir im Blue Sparkle Komplex. Was mich ja wohl daran schätzt, das gebe ich mir einfach mal so weiter. Und das werdet ihr auch in der morgigen Game 2 Episode erfahren. Den Beitrag von ihm habe ich noch nicht gesehen. Aber dass das so verschachtelt ist, das mag er auch sehr. Und dass es gut reinhaut. Gut ballert. So, und den Rest müsst ihr euch dann da direkt geben. Ich liebe es auch, schreibt CarPro. Michael Bros mit Search? Ey, Bock hätte ich. Und ich weiß, wenn ich sowas sage, dann seid ihr alle getriggert, weil ihr wisst genau, das wäre ziemlich geil. Ja, muss mal gucken. Also ich bin nicht abgeneigt, mir eh generell hier auch ein paar Gäste reinzuholen. Mit Frodo war es echt ein super Start. Spaß gemacht. Guck mal, hier gibt's Zeichen, da wird wohl irgendwas sein. Ist doch was. Da ist eine Kiste. Einmal Schrotthaufen aus rostigem Metall 1. Wieder ein bisschen was bekommen. So, sind hier. Da ist doch ein ekelhafter Typ. So, jetzt kann ich mir nochmal auswählen, wenn ich die Gegner markiert habe, was ich von den Gegnern letzten Endes mit Schlägen malträtieren möchte. Der Kopf ist gerade geschützt, der ist nämlich gelb und der Arm ist blau, deswegen der ist ungeschützt. Ich weiß nicht, wie stark er ist. Wir probieren uns einfach mal am rechten Bein. Komm. Oh, der ist schon ein bisschen stärker, aber wir haben jetzt hier gut Ausdauer und der Typ ist alleine. Schön ausweichen. Tatsächlich, ich bin nicht so der Blocker in diesem Spiel, wie man merkt. Ich bin mehr so der Ausweichdude.
Letzten Endes ist es ja egal. Muss nur überleben. Jetzt hatte ich keine Energie, wenn ich das richtig verstanden habe, um ihm was abzutrennen. Was blöde war. Aber so ist es halt. Es gibt noch genug Gegner. An Gegner mangelt es hier wirklich nicht. Ich freue mich schon auf den ersten richtig großen Bossfight. Das ist keine gute Idee. Wenn okay, das war ohne Sound. Die sind ohne Sound erschossen worden, aber okay. Bereuet eure Sünden, ihr Heiden! Der Tag der Abrechnung ist nah. Er spricht denn so dumm? Den oh, das zieht rein. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich muss mehr Schläge. Also ich muss erstmal ausweichen und dann schön ein paar Schläge landen, damit ich Energie bekomme. Jetzt habe ich Energie, jetzt kann ich mich noch wieder heilen. So muss ich jetzt ein bisschen machen. Schön ruhig bleiben. Nerven bewahren. Nichts überstürzen, dann kann ich überstehen. So, jetzt habe ich wieder Heilung bekommen. Das ist die Schwierigkeit. Man muss immer schön entspannt bleiben. Und sich denken, ja, ja. Komm doch her, du. Nicht so wie jetzt. Ja, und damit ist es aus. Das wird wohl noch ein paar Mal so weitergehen. Gucke live um diese Uhrzeit. Nice Stein. Zwei Kills, schreibt Jizzle-Loom, keine Ahnung. Ja, ich tu mir, man fühlt sich immer so schlecht, aber das gehört zu diesem Spielprinzip dazu. Jetzt laufe ich da schnell hin und mach den fertig. Also, weißt du, wo ist das Problem? Aber da muss ich gar nicht lang. Oder? Ich muss hier rein und dann ruhig verhalten, Nerven bewahren. Den habe ich aber auch nicht so gut gekillt, glaube ich. Da hätte ich mir ein bisschen erstmal Stamina wieder aufladen. Kann man auch mal ein bisschen mehr abfeuern. Das habe ich eingespeichert. So. Ich habe jetzt nichts ausgewählt, aber ist egal. Ich will jetzt mal zum Typen kommen. Hat er was gedroppt? Nee. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen stärker. Hier die Freunde. Jetzt ist der Dude da schon wieder. Ich habe übrigens 2 Minuten Zeit. Ich sehe das links oben, ne? Bis mein Loot von eben, also meine nennt sie mein Tech-Scrap. Bis das unwiederbringlich weg ist. Kann auch erstmal ihn umbringen und einfach ihn da treffen, wo ich ihn schneller besiege. An seiner ungeschützten Beinstelle beispielsweise. Da dürfte ich mehr Schaden machen und dementsprechend auch mehr Energie zurückbekommen. Was? Hier gerade sieht es tatsächlich besser aus als eben, aber schauen wir mal. Okay, der ist down. Rachefeind ist getötet. Cool. Jetzt war es gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, warum das eben so ein Problem war. Aber ja, keine Ahnung. Ich hab da keine Antwort drauf. Ey, hier schreibt der liebe Liebkraft. Nee, OneUp schreibt. Ich hoffe, der Teil wird gut. Fand den ersten Teil eigentlich ziemlich solide. Fand ich auch tatsächlich. Fand den ersten Teil ziemlich cool. Und ich glaube, das wird ein spaßiger Teil. Hey, Chefchen! Wie wär's mit einem Stück Tech-Scrap, damit meine Familie was zu beißen hat? Der Mortimer Gideon der Dritte, der möchte von mir was haben. Was springt denn für mich dabei raus? Niemals, klar, nicht alles auf einmal ausgeben. Ein Tech-Scrap. Wirklich, wir wollen ihm ein Stückchen geben. Ein einziges Stückchen Tech-Scrap. Also, come on. Da mach ich erstmal einen Knopf auf, weil, ne, man muss auch mal ein bisschen Luft haben hier. Ja, komm, einen kriegt er. Klar. Verdammt großzügig von dir. Chefchen, wenn du noch was über das Drecksloch hier wissen willst, sag Bescheid. Mortimer Gideon, der Dritte, steht zu Diensten.
Also wir haben gerade hier einen Alki supportet mit einem Stückchen, aber das finde ich in Ordnung. Kann man sich mal ein Beispiel annehmen, warum denn auch nicht? Erzähl mir mehr. Terminal? Das war's vielleicht mal. In Terminal C betreibt der aufgedunsene Drecksack Little Johnny sein Drogenimperium. Der dealt überall im alten Hafen mit einem Zeug, das sich Blue Sparkle schimpft. Das Zeug macht noch süchtiger als Bourbon, habe ich gehört. Ich find's okay. Gute Info. Terminal? Das habe ich schon gemacht. Mal nachdenken. Siehst du die Straße gleich da vorne? Das ist der direkte Weg. Ich sag's dir, da herrscht die reinste Anarchie. Ja, euch ist ja klar, dass wir eh beide Wege gehen müssen. Ne? Also den direkten Weg und die Abkürzung. Vielleicht kannst du. Das ist schon klar. Ich würde trotzdem nicht. Okay, wird wohl schwierig sein. Abhauen. Seine Infos waren jetzt auch nicht so mega geil, muss ich sagen. Okay, aber was geht hier ab? Das wird wohl der Weg sein, geradeaus durch, der uns direkt weiterführt. Da ist der abgekürzte Weg. Da vorne ist ein Level 3-Dude. Ist hier unten noch was? Man muss immer so ein bisschen schauen, ob hier irgendwie schon ein Gegner am Start ist. Da gibt's Kram. Komm, das holen wir uns erstmal ab. Ey, ich finde die Sprachausgabe wirklich gut. Die Stimmen sind nicht schlecht. Wie findet ihr die? Sagt's euch auch zu. Hoffentlich, ich habe ein bisschen Schiss jetzt, aber wir kriegen das hin. Wir gehen mal einmal zu dem Level 3-Kollegen. Die Drohnen dort machen mir wieder Angst. Die kann ich ja einmal direkt abknallen. Er hier, ist er irgendwo ungeschützt am Bein? Einmal anlocken. So, komm mal her. Ich hätte auch gerne seine Waffe gleich, glaube ich. Komm mal her, Dude. Der ist sehr langsam. Okay, zwei Schläge. Nicht so eine gute Reichweite. Ja, geht doch. Geht doch klar. Jetzt ist er schneller. Jetzt ist er viel schneller. Aber ich bin auch am Start. Und ich werde wieder wach hier. Bisschen mehr Stamina. Ja, bitte mehr. Und jetzt voll. Weg. Ah, weg. Jo. Und aufladen. Okay. Man muss doch aufpassen. Letztes Mal, ne, mit Frodo, da bin ich da so durchgehuscht. Aber ich glaube, die Gegner sind da hier noch echt ein bisschen stärker im Hafen. Da war nämlich alles genau mit dieser Taktik sehr, sehr leicht. Also, jetzt haben wir ein Problem, weil wir müssen den ganzen Scheiß von vorne machen. Welcome. So, aber ich weiß jetzt ja, wo die Gegner sind. Hier. So. Ich könnte auch mal anfangen zu blocken, wenn ihr wollt. Kann ich auch. So, der ist fertig. Jetzt wieder der Typi. Ja, komm her. Einmal heilen. Der will irgendwie nicht, ne? Dann werde ich jetzt aber mal die Geschütztür mit meinen Drohnen ausschalten. Oder mit meiner Drohne. So. Ich mache jetzt einfach mal nicht mehr so viele Kombos. Da reicht einfach meine Energie nicht für aus, glaube ich. Jetzt kann ich ihm was abtrennen. So, jetzt seht ihr es auch mal. Schnell weiter. Ich brauche nämlich mein Loot. Aber wir sind jetzt auch schon bei ihm, also alles cool. Aber jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger.
Ich sammle meinen Hexcrab noch nicht ein, weil in der Gegenwart davon werde ich geheilt. So. Ich will versuchen, seine Waffe zu bekommen. Alles klar. Ja, es war jetzt auch nicht so schwer. Also man darf sich nie in Sicherheit glauben. Das ist ein Problem. Ich habe aber eine neue Waffe. Strafe des Funkens. Gucken wir uns natürlich an. Jetzt hole ich mir mein Kram. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Strafe des Funkens hat eine Angriffskraft von 18. Wenn die jetzige Waffe hat, ist diese hier, die Metamorph Clown mit einem Nanoschadenbonus hier für 43. Das finde ich ziemlich cool. Die gibt eine elektroschadische Mark 2. Angriffskraft 18, in der Angriffsgeschwindigkeit ein bisschen langsam, tatsächlich. Bisschen langsamer als unsere, ne? Aber Energiegewinnung ist höher. Ich würde die mal ausprobieren. Mal kurz gucken, wie die so. Lass die doch mal testen. Nanomachines, alright. So, hinter uns sind noch zwei Dudes. Ja, wo gehen wir lang? Erstmal hier oben, oder? Ich darf jetzt nicht in diese Suppe rein. Oh ja, die haut auf jeden Fall rein. Aber ist auch super langsam. Gut Glück gehabt. Du hast eine Waffe vom Typ Double Duty ausgerüstet. Drücke die R1, R2 Angriffstaste einmal, um langsame, mächtige Schwungangriffe auszuführen. Drücke die R1, R2 Angriffstaste schnell erneut nach dem Einleiten eines Angriffs, um die Waffe aufzuspalten und eine Serie von Angriffen zu entfesseln. Ah, okay. Das hätte ich wissen müssen. Okay, dann ist sie doch wieder flott. Alles klar. Cool, dann mag ich sie, weil ich komme besser mit so schnellen Dingern aus. Da oben komme ich jetzt nicht hoch, deswegen laufe ich weiter. Nehmen wir mal eine Energie. Gehen wir mal hier weiter. Angst, dass hier überall Gegner lauern. Also richtig schnell vorwärts laufen ist nicht schlau. Ich kann mich natürlich auch mal decken. Das haben wir uns abgeholt. Öffnet die verbundene Tür. Machen wir mal. Geht's da weiter? Ja, da geht's auch irgendwie weiter. Papierlager. Wo sind wir hier? Kann das Teil was? Nö. Hier gibt's nichts. Einmal nach oben schauen. Habt ihr euch abgewandt? Der Pfad zur Erlösung führt nicht über bewusstseinserweiternde Drogen. Auf diesem Pfad kann ich nichts mehr für euch tun. Das Mittel hat euch geholfen, unsere heiligen Stätten zu verteidigen. Es stärkte eure Arme und schärfte euren Geist, als die Ketzer kamen, um unsere Werke zu zerstören. Ihr vertrieb sie von unserem Land bis auf den letzten Mann. Doch die Drogen für den Kampf waren nur euer Werkzeug. Erleuchtung kommt nicht nur durch die Reinheit der Tat, sondern auch durch die Reinheit des... Er labert mit... Also was ist denn mit der Dame? Das ist doch alles Quatsch. Für immer. Pilger zu unserer Kathedrale. Und so. Kann ich da durch? Dann geht die Tür hier auf. Okay, hier sind wir wieder am Anfang. Erinnert ihr euch? Da oben sind wir hergekommen aus dem Seaside Court. Irgendwo, ja genau, dann weiter hoch, da unten, dann da irgendwie durch. Oder? Nee. Hä? Doch, klar. Hier waren wir, glaube ich, schon. Oh Gott, jetzt. Vielleicht halte ich einfach mal den Mund. Ah doch, ich meine, hier sind wir lang gekommen. Dann geht's hier auf die Rohre. Und dann ist doch da gleich unsere Station, oder? Unsere Medibay. Kurz gucken. Ja, alles klar. Okay, genau richtig. Ja, bei den Drohnen auf dem Boden, exakt. Also können wir jetzt, haben wir jetzt einen Shortcut gebaut. Wir haben 2495 Tech Scrap. Was muss ich denn bezahlen für eine neue Stufe? Das waren irgendwie 1000, ne? Soll ich das mal eben machen? Uns ein bisschen aufleveln? Bringt das was? Wenn ich jetzt rangehe. Ja, komm.
Zumindest eine Stufe kann ich. Ich kann zwei Stufen, glaube ich, hinbekommen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Cool. Pumpen wir das in Gesundheit und in Ausdauer. Beziehungsweise einen noch in Akku. Nee, Ausdauer. Dann wieder zurück. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das sofort gerafft habe. Jetzt denkt ihr euch alle, ja, ey, du Idiot. Aber ich finde das hier tatsächlich noch nicht so super eingängig. In den ganzen Rohren und ja, diese kaputten Mauern und Häuser und so. Es ist alles sehr. Naja, ich habe noch nicht so den richtigen Anhaltspunkt. Da komme ich nur von der anderen Seite ran. Gehen wir mal wieder raus. Level up ist nie verkehrt. Das sage ich auch immer. Wer hat das hier gesagt? Geistlom oder Gistlom. Ich weiß nicht, wie du heißt. Das ist ein sehr geiler Name, aber ich raff's nicht. Hier ist ein Fall. Da gehen wir natürlich hinterher. Da gehen wir auf den Grund. Hier gibt es bestimmt was Schönes. Oh, das ist laut ein Gegner. Ah, wer ist das? Bedauere, momentan kann ich keine Neukunden mehr annehmen. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie finanzielle Hilfe brauchen. Der Schuldeintreiber. Was geht denn mit dem Schuldeintreiber ab? Okay. Können wir gar nichts machen? Dann würde ich nichts mit ihm machen. Bedauere, momentan kann ich keine. Okay. Dann geht's hier wieder runter. So. Okay, die. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Jetzt kommen schon zwei Dudes an. Vielleicht erstmal so ein nacheinander. Das wäre vielleicht mehr so meins. Deswegen musste ich ihn jetzt erstmal umbringen. Yes. Glück gehabt. Ich lese gerade im Chat, ja, ist auch nicht so leicht reinzukommen. Das hörte schon ein krasses Spiel. Ich fühle mich mit der anderen Waffe wohler. Das habe ich jetzt mir zum Anlass genommen, diese Aussage, die zu nehmen. Da kann ich, weiß nicht, bin ich mir ein bisschen wärmer mit gerade. Okay, was ist das für ein Zeichen? Ja, was ist das für ein Zeichen? Gibt's hier einen Audiolog oder was heißt das? Nö. Diese kleinen Wege kann ich gehen, aber hier komme ich her. Ganz kleine Wege. Übrigens, Glückwunsch an Gunni, Gunnar Krupp. Der hat eine goldene Kamera gewonnen. Der geile Boy. Kann man hier mal erwähnen. Gunni, Glückwunsch. Einfach so nebenbei. Da will ich natürlich rüberspringen. Abgebaut. Omnizellen sind das Geschütz oder sind die Geschosse meiner Droni. So, jetzt hoffe ich, dass ich gleich wieder ein bisschen Energie bekomme, denn die kann ich gebrauchen. Hier ist nämlich jetzt viel los, wie mir scheint. Da ist ein Rabauke. Komm ich da hin von hier oben? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hier unten ist gut was los. Also, meine Taktik wäre, Step by Step die Leute anlocken. Wenn ich jetzt da durchgehe, da unten kann ich es nicht einsehen, da ist ein Audiolog. Ist das Krogis erstes Soulsborn? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe zu Hause Dark Souls 3 viel gespielt. Auch relativ weit. Dark Souls 1, Dark Souls 2 habe ich nicht gespielt und ich habe Sekiro bis zum, ja, wie ist denn nun, bis zum letzten alten Mann da gespielt. Aber den habe ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich dann keine Lust mehr.
Darf man das sagen? Nee, ne? Darf man eigentlich nicht sagen. Nur eine Überlebende. Ich fühle einen Puls. Der Kraterinfektion sprengt jeden Rahmen. Ich habe Sekiro quasi dann nicht mehr ganz durchgespielt, das ist korrekt. Ich habe den letzten Gegner ausgelassen, aber es war so ein Zeitding. Ah, ich weiß, das hätte ich nicht sagen sollen. So, der kommt doch schon mal, der hat schon mal Bock, oder nicht? Komm her, du. Ich muss euch die Leute anloggen, anloggen. Aber diese Drohne zieht gut rein. Ich habe halt nicht mehr so viel Energie, ne? Ich kann jetzt hier gut raufgehen, ihr wisst es. Ihr wisst es alle. Okay, komm. Nicht lange ärgern. Ich werde doch immer nur stärker. Ihr wisst es doch. Ich werde mit jedem Mal stärker. Krugi hat also Sekiro nie gespielt. Genau das habe ich gesagt. Ach, scheiße, Mann. Ja, das ist jetzt die Ochsentour. Schnell wieder alle holen. Also, ne? Alle Gegner holen. Gesagt, getan. So. Ja, holen wir uns mal ein bisschen bessere Rüstung auch gleich. Nehmen mal seinen linken Arm. Den habe ich vergessen. Oh, jetzt wird's wieder richtig schwer. Oh, nee. Hi. Mein Name ist Michael Krugmann. Ich spiele für euch gerade The Search 2. Und ich habe mich sehr dumm verhalten, schon zum vierten Mal heute. Das ist keine Ausrede, das sind keine Ausflüchte. Mir macht dieses Spiel Freude. Mir macht es Freude, für euch zu spielen. Und ich werde mich stetig bessern. Und das ist keine leere Versprechung. Das ist eine Drohung. Und deswegen geht's jetzt direkt weiter. Wo kommt der andere Typ her? Könnt ihr mir das sagen? War der direkt rechts um die Ecke und ich habe ihn zweimal nur nicht gesehen? Weil den möchte ich möchte nicht beide Gegner auf einmal haben. Dafür bin ich wirklich noch zu unterlevelt und zu schwach. Und ich habe zu wenig Ausdauer. Weil es bringt nichts, ob ich jetzt ausweiche oder blocke, ist ja letzten Endes scheißegal. Wo kommt der Typ her, jetzt mal ehrlich? Kommt der von oben runter? Ach, der kommt da runter. Okay, alles klar. Ja, dann können wir auch erstmal einen machen. Cross-Combo. So, der ist down. Schade um meinen Tech-Crap. Shizzle, Manizzle. So, der hat einen geilen Helm, oder? Den will ich auch haben. Greif doch mal an, ey. Okay, es hat ihm gar nichts abgezogen. Okay, ich muss meine Spielweise echt ein bisschen überdenken. Also komme ich hier nicht so richtig weit. Ich kill ihn erstmal nur. Komm hoch. So. Ja, Stamina holen. Bam, abhauen. So, easy, kein Ding. Habe ich eben auch gesagt und dann war ich tot. Wieder hoch, die Drohne zerstören. Also mit Drohne meine ich das Geschütz. Für mich sind mittlerweile alle Roboter Drohnen, wisst ihr das? Sehr dumm. Kann ich abbauen, dann kriege ich nämlich wieder Schuss. Dann geht's hier runter. Überflutetes Gelände. Da
Da liegt Energie, glaube ich. Ja. Brauchte ich. Deswegen bin ich da so hingestürmt. Ist mir jemand gefolgt? Noch nicht. So. Diese dumme Drohne. Bin ich aber ganz froh, dass ich abgehauen bin. Wer kommt jetzt alles? Der Boy kommt und der da. Das ist ein Level 2 Typi. Den müsste ich ja eigentlich schnell down kriegen. Oder auch nicht. Aber der haut jetzt schon mal ab, das ist gut. So, der andere Typ. Kann ich hier runterfallen? Das habe ich nämlich eben gemacht. Hier kann ich so nicht runterfallen. Nee, das ist doch gut. Hier kann ich gleich kämpfen. Ja, kommt alle her. Kommt alle her, Leute. Was hat der da ein Geschütz aufgebaut? Wirklich? Ist dein Scheiß ernst? Und jetzt kommt ihr da auch nicht weiter. Gut, dann mache ich ihn halt da fertig. Dass er so wegglitscht. Abhauen, abhauen, heilen. Oh ja. Yeah. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Umbringen, Schützturm zerstören, ja, alles da, so. Jetzt wollen wir weiterkommen. Neues Schema, ich kann mir gleich vermutlich neue Ausrüstungsteile leisten, weil ich bin auch einfach nicht gut geschützt. Jetzt aber nichts überstürzen, da hinten ist ein Vogel, da ist ein Geschützturm. Ist hier was um die Ecke? Nö. So, der ist schon mal down, da ist ein neues Teil. Komm mal runter, du! Ah, die sind fies. Uiuiui. Das sind so Sprengroboter. Dann kommt ein neuer Gegner. Der ist aber down. Alter, bleib am Leben, bleib am Leben. Ich lebe noch. Noch. Irgendwas explodiert. Alter, habe ich Schwein gehabt. Nur weil ich es gehört habe. Junge, 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 hier ist aber mächtig Gefahr. Naja, okay. Ähnliches Dilemma wie eben. Wir sind noch am Start. Wenig Lebensenergie. Ein bisschen mehr Tech-Scrap zur Verteidigung, aber vielleicht habe ich Glück, dass es hier gleich irgendwie weitergeht. Immer ruhig bleiben, Leute. Das ist mein Tipp. Schön ruhig bleiben. Ja, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, da reinzulaufen. Mit meiner jetzigen Gesundheit. Ist nicht gut fürs Herz. Nee, nee, nee. Ist hier was los? Ich habe irgendwie Angst, dass ich mit einem Schlag wieder down bin. Wie komme ich dahin, ohne über die grüne Suppe zu laufen? Wieder hier oben lang? Ist es das? Hier so lang, da. Ja, das ist der Trick. Dann hier so runter. Dann gibt's hier noch irgendwie ein Teil, sagt uns. Großer Schrotthaufen aus Metall, den nehmen wir gerne mit. Das sind immer schöne Teilchen. Ah, alles klar, da bin ich jetzt, glaube ich. Okay, das ist gut, wir haben was geschafft. Also alles cool. Weil, wenn ich das jetzt richtig raffe, dann sind wir... Runter von meiner Müllhalde, Mortimer. Du bist hier nicht erwünscht.
Mortimer von eben. Den verdammten dreckigen Müllberg mit eigenen Händen aufgebaut. Und jetzt darf ich hier nicht mal mehr pennen? Ach, weißt du was? Ist mir doch Schnuppe. Ist sowieso das meiste Minenfeld hier. Kein Schritt kann man machen, ohne über den Blindgänger. Ich wollte Mortimer nicht wegmachen. Ich dachte, es läuft weiter, wenn ich hier in die Tech, also in die Media Bay gehe. Wir können uns nämlich jetzt wieder ein bisschen leveln, beziehungsweise können mal gucken, ob wir uns neue Sachen leisten können. Also dieser Vulture Kopfmodul. Ich muss aber gucken, was wir im Inventar haben, sonst macht es gar keinen Sinn. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben ein Plünderer Kopfmodul, Plünderer A-Modul. Wir haben gar nichts an den Beinen. Entschuldigung, also wir haben nichts an dem, das ist das linke Bein und nichts am rechten Arm. Okay, vielleicht können wir da schon bessere Sachen basteln. Zu stolpern. Ach, der verfluchte Müll macht einem alles kaputt. Ich komm schon selbst wieder auf die Beine. Wart's nur ab. What the fuck? Warum hat Krogi nur ein Bein und einen Arm? Freunde, wie sieht's im Chat aus? Wir müssen mal ein bisschen kommunizieren. Das gefällt mir nicht. Seid ihr alle gut zufrieden? Habt einen schönen Abend. Mir gefällt das sehr gut mit euch, muss ich sagen. Eine ganz tolle Leistung. Danke, Timo, dass du mich einmal hier in die Großaufnahme bringst. Also, Vollbild, das ist die Großaufnahme. Hallo, schön, euch zu sehen. Ich habe ein strahliges Lächeln, weil der Abend ist schön. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Naja, ein bisschen rede ich noch. Das bin ich, Timo. Okay, wieder ein Spiel. Dankeschön. Wir stellen was her. Und zwar, ich habe nichts am Arm, nichts am Bein. Vielleicht so ein... Guck mal, das sieht schon geiler aus, oder? So ein Spark. Kauf mir mal so ein Spark-Dingy. Spark-Arm. Geil. Kann ich auch so einen Boy bauen? Cool, jetzt habe ich doch für meinen Arm ein Spark. Und für mein Bein. Also vom Look ist es natürlich Oberscheiße. Aber ich nehme es nochmal weg. Guck mal, Verteidigung 71. Also vorher hatte ich Verteidigung, Moment, 43. Und jetzt liege ich bei schön 99. Da könnt ihr euch, da kann man sich nicht beschweren. Kriege ich auch so einen schönen Helm noch hin. Da würde ich mich freuen. Schönes, gequältes Lächeln, Krogi. Jawohl, das kann ich gut. Dann würde ich, wenn ich in meiner Möglichkeit sage, holt mich raus. Holt mich raus hier. Es ist natürlich auch ein schwieriges Spielchen, aber das soll uns nicht abschrecken. Ich könnte mir noch mal so einen... Guck mal, der hat jetzt Verteidigung 7, der hat 17, das sind 10 mehr. Machen wir das oder schenken wir uns? Das ist immer die Frage. Die Armteile, guck mal, die haben natürlich... Das bringt schon mehr. Kann ich mir noch so einen Arm bauen? Bauen wir noch so einen geilen Arm. Kann ich mir auch noch so ein geiles Bein, bauen? Kann ich? Geil. Dann machen wir es nämlich so... Ich meine, guckt euch das an. Was ist das für ein Fucker? Oder? Oder Fuckerin? Ist das nicht mega krass? Was habe ich gemacht? Ausrüstungsset wechseln. Will ich nicht. Yo, will ich nicht. Ich will das Alte haben. Guckt euch das an. Vorher, nachher. Lame. Krass. Krass halt. So. Kann ich noch ein bisschen leveln oder mir ein paar... Ja, kann ich. Ich habe noch 2800 Scraps in meinem Sparschwein. Also level ich nochmal. Exo-Kernleistung 26. Nehmen wir nochmal wieder. Was würdet ihr sagen? Mehr auf Akkueffizienz jetzt mal gehen oder weiter Ausdauer und Gesundheit? Was sagt der Chat? Also du. Dich tatsächlich meine ich. Ausdauer, Gesundheit. Vielleicht doch lieber Medipacks. Also wie heißt das hier? Akkueffizienz? Schreib doch mal rein. Ja, du. Du jetzt. Ich persönlich tendiere jetzt, glaube ich, zu ein paar Punkte mal in Akkueffizienz zu stecken, aber ich habe keine Ahnung, sorry. Das glaube ich nicht, ich glaube, du weißt das ganz genau. Jetzt bin ich ein echter Cyberpunk, das ist richtig. Ich persönlich würde wieder in Akku, also nee, würde nicht wieder, würde jetzt mal in Akkueffizienz gehen. Ist das okay? Nebel, grün, euch ist das scheißegal, kann das sein. Ihr wollt gar nicht, dass ich das Spiel durchspiele, deswegen mache ich das jetzt, weil ich will es schaffen. Deswegen, wofür braucht man Akku, ist so eine Frage, da werde ich jetzt drauf antworten, bevor ich auf Bestätigen klicke. Damit kann ich quasi die Effizienz verbessern, die ich beim Heilen bekomme. Also wenn ich, ne? Ja, genau. Ausdauer. Akku, Ausdauer. Ah, alles in Axt. Okay, komm. Nehmen wir Akku.
kann nicht schaden. Und wieder zurück. Jetzt sind wir aber viel besser verteidigt. Jetzt müssten wir viel besser was aushalten können. Hier ist so ein Audiolog. Geil. Eben nicht gesehen. Versuch's einfach. Erweitert dein Bewusstsein. Aber was ist, wenn es kein Zurück mehr gibt? Mein Bruder hat sich mal eine Dosis Blue Sparkle gegeben. Ein paar Wochen später haben wir ihn tot in der Gosse gefunden. Das ist das, was dir deine Mama erzählt, weil sie ein Sündenbock war. Weil sie nicht damit klarkommt, dass sie ihn in den Tod getrieben hat. Aber... Keine Sorge. Damit gehen die Schmerzen für immer weg. Oh Gott, hört sich das... Aufhören, wann du willst. Okay. Aber nur dieses eine Mal. Nur dieses eine Mal. Ja, komm. Nur einmal Hero, Leute. Heieiei, das ist natürlich... Das ist nicht gut, das kann man nicht gut heißen. Ab in den nächsten Kampf. Also es hat schon was gebracht. Wir haben einen Shortcut geöffnet. Ich kann jetzt hier direkt weiter einstarten. Kann mich nochmal heilen, weil ich natürlich in diese ganz fiese Materie eingedrungen bin. Das hört sich irgendwie fantastisch an. Ein Pfeil und zwei rote Figuren. Heißt das zwei Gegner? Wahrscheinlich, oder? Oh, da sind zwei Gegner. Die baller ich einmal weg. Scheiß drauf. So, hab ich doch gesagt, die baller ich einfach weg. Ist mir scheißegal. So spielt man diese Spiele. Mit übertriebener Härte. Was geht hier ab? Oh, da, oh fuck. Das Ding sieht aber gar nicht cool aus. Hoch. Noch aus dem Augenwinkel gesehen, die alte Fratze da. Hallo. Hallo, Chat. Super Kekskrieger. Hallo, was kann dieser Typ? Kann der was? Wollen wir uns mal wieder das abholen? Kopf ab, komm, wir trennen mal den Kopf ab. Hat richtig Bock drauf. Tschüss. Hm, schade. Gar nicht so gut den Kopf abgetrennt, aber naja, war schon okay. Wie komme ich da jetzt hin? Ich möchte hier hin. Wieder so ein Schurke. Ja, Mann. Weg mit dem Kopf. Ritsch, ratsch, Schädel weg. So. Mir geht's gut, Leute. Keine Sorge. Aber er muss einfach weg. Oh, da ist wieder einer. Nehmen wir ihn weg. Auch nochmal einen Kopf, ne? Komm. Ey, ist das Leveln so krass. Irgendwie. Ich fühle mich gerade viel, viel stärker als eben. Interagieren. Was kann ich hier machen? Ja, Tür ist auf. Und nun? Da so kleine EMP-Schock. Roboter. Ah, die haben das Ding irgendwie lahmgelegt. Weiß nicht, ob es komplett kaputt ist. Pax. Pax ist offline. Das ist gut. Das ist sehr gut. Geil. Fühlst du dich stärker eben? Nicht mehr lange? Okay, ja. Ich darf nicht immer übertreiben. Ich weiß. Liebe die Barbe, die Leute. So, was gibt's hier? Da kann ich auch nichts machen. Da unten gibt's Shit. Da sind wieder zwei Gegner. Ach, nö. Ungeschützten Stellen mit der Drohne wegkloppen. Komm. So, der ist down. Cool. Dann, wie geht's weiter? Wo ist der andere Typ? Da. Wo ist der ungeschützt? Am Bein. Ja, das läuft doch. Wer hätte das denn gedacht? Ey, also ganz ehrlich. Da hinten ist noch einer, den habe ich gesehen, den habe ich aber nur zufällig gesehen. Ich bin sehr froh, dass ich den gesehen habe. Komm um die Ecke, komm her, da ist er hier. Jetzt ist er da. Komm her, du.
Weg mit dem Kopf. Ach, herrlich. So. Wo es gerade so schön und gut läuft und ruhig, rund, wie auch immer. Also ich komme langsam rein, das macht mich sehr glücklich. Ich weiß, ich darf das Maul nicht so aufreißen soweit, denn es wird sicherlich gleich wieder ein Problem geben. Verschnaufen wir noch mal ganz kurz. Ich hoffe, ihr seid weiter am Start. Wir sind live. Ist das nicht schön? Wir sind jetzt live. Also, bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum Knallhart durchgenommen von The Search 2. Ich habe richtig Bock auf euch, ich habe richtig Bock auf das Spiel, ich hoffe, ihr habt Lust auf mich und ich weiß ganz genau, irgendwann wird auch in diesem Spiel mal ein echter Bossfight anstehen, weil wir kommen eigentlich ganz gut durch. Also es ne, ist alles so ein bisschen, man kann sagen, ja, da hättest du ein bisschen besser aufpassen müssen oder so, aber letzten Endes, ich komme schon nach vorne, aber irgendwann wird es die Stelle geben, ja, da wird es dann nicht so leicht. Ich hoffe, wir erleben die heute, ehrlich gesagt. Also ab ins Spiel. So. Warum ich das erleben will? Naja, ich liebe es tatsächlich, mich daran festzubeißen und besser zu werden. Das ist, glaube ich, auch der wahre Reiz von diesen Spielen. Und deswegen schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Achtung, Durchsage. Dr. Krogmann ist wieder im Operationssaal. Es darf wieder amputiert werden. Das werde ich mir merken. Kannst du mir das nochmal twittern? Das möchte ich gerne nächstes nochmal sagen. Dr. Krogmann geht nämlich richtig ab. Hier wäre ich runtergekommen, wenn ich nicht durch diese Kisten mich durchgekloppt hätte. Dann geht es wahrscheinlich hier weiter. Da sind super viele ekelhafte Detonationsroboter. Die mag ich nämlich gar nicht. Deswegen kriegen sie eine schöne Drohne in die Fresse. Ah, das ist mir ein und viel direkt. Ach Gott, wie ich die hasse. Ach, wie fies. Zwei Schurken um die Ecke direkt. Ganz gemeine Stelle. Na gut. Na komm her. Ich brauche unbedingt Energie, ist ganz wichtig. Habe ich bekommen. Okay, der ist fertig, der ist down. Wo ist der nächste Boy? Der hat nämlich so eine dumme... Ich habe eine Waffe bekommen. Cool. Der müsste doch locker zu machen sein, oder? Der hat keine Panzerung, der hat gar nichts. Der hat aber diese gemeinen... dummen Drohnen. Ich musste da so schnell rein, weil er diese bekackte Drohne geschmissen hat. Dieser Arsch. Macht er bestimmt gleich wieder. Jetzt ist er schon mal down. Vorsichtig, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hier waren eben diese zwei ekelhaften Fratzen. Mochte ich nicht. Da scheint aber nicht mehr so viel los zu sein. Ist hier oben noch was los? Nee, geht. Ja, komm her. Oh, der ist aber aggro. Alter Schwede. So, ich habe wieder genügend Heilung, ich habe genug, ich nenne sie jetzt mal Medipacks, ja? Also Battery-Heilung. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Hier liegen tote Menschen. Verrückt. Okay, das hat mir noch eine neue Batterieladung gebracht, ist jetzt gerade gar nicht notwendig. Gucken wir mal schnell, ob wir auf den Gegner treffen. Okay. Das sieht schon gefährlich aus hier. Zum Dom des Funkens. Will ich da schon hin? Also will ich jetzt das Gelände verlassen? Irgendwie nicht, oder? Folgt mir, meine Schüler. Denn heute haben die Hüter des Funkens eine neue Heimstatt gefunden. In dieser Kathedrale wollen wir Körper, Geist und Seele dem ewigen Funken widmen.
Hier werden wir den Schwarm verstehen lernen und diejenigen richten, die sich uns widersetzen. Ja, ja, ich richte dich gleich. Denn obwohl der Funke uns geborgen hat, oh, da steht einer, gut gesehen. So wird er niemals für jene brennen, die unsere Macht in Frage stellen. Also lass die Bestrafung der Ungläubigen beginnen. Wo sind wir jetzt hier? Haben wir schon? Oh, der hat aber einen fetten Knüppel. Ja, komm mal rein hier. Die Bude. Knüppelmann. Kommst du hier rein? Kommst du rein in die Bude? Und habt ihr gesehen, mein Sneaky Attack war irgendwie nicht so sneaky. Aha. So. Geht erst auch down. Ist da noch was? Sorry für meine relativ vorsichtige Spielweise gerade. Aber nee, wieso sorry? Ist doch funktioniert doch. Ist doch gut. Ist noch so ein... Ey, da. Aber hier ist da auch noch einer. Okay, der ist auch down. Dann sind noch zwei. Das gefällt mir wiederum nicht, dass da zwei sind. Ihr wisst, bei zwei habe ich immer Angst. Bei zweien. Was geht hier ab? Ich habe ganz schön viel Tech-Scrap. Ich könnte gerne mal wieder leveln, tatsächlich. Verbundene Tür öffnen. Halleluja! Schön. Leveln wir mal ein bisschen. Das hat eben nämlich sehr gut funktioniert. Beziehungsweise ich könnte auch nochmal suchen, einen neuen Helm herzustellen. Wir haben ja noch diesen Plünderer. Ich habe jetzt, pass auf, ich habe jetzt Arme, Beine, dieses Spark-Ding. Kann ich auch schon so einen Spark-Kopf benutzen? Habe ich das überhaupt? Habe ich davon die Anleitung? Ich weiß es nicht genau. Ihr wisst ja, ich muss immer dann noch die Anleitung dafür haben. Aber ich habe auf jeden Fall das Brustmodul. Das ist schon mal cool. Da habe ich das Plünderer-Brustmodul und hier hätte ich jetzt das Park-Brustmodul. Dann kriege ich Schaden plus 8, Ausdauer. Naja, okay, das ist doch die Erklärung. Das nehmen wir auf jeden Fall. Sehr geil. Und beim Helm, da habe ich jetzt diesen. Ich habe leider kein Spark-Helm. Das wäre irgendwie noch ganz nice. Vielleicht sollten wir das mal, den spare ich mir noch auf, bis ich den gefunden habe. Okay, dann kann ich jetzt aber aufleveln. Einmal schaffe ich noch. So, schon mal 28. Das heißt, ich nehme jetzt wieder Ausdauer und Gesundheit. Okay? Du hast keine Sparkbrust. Ja, habe ich auch nicht, aber jetzt. Jetzt habe ich das doch. Pass auf. Habe ich nicht gebaut? Habe ich das nicht gebaut? Was habe ich gebaut? Habe ich das nur freigeschaltet, aber nicht gebaut? Kopfmodul. Ach, das ist das Kopfmodul. Ja, ist ja auch gut. Was sage ich denn? Ist ja auch gut. Ist auch mega. Leute. Hammer, guck mal. Verteidigung 147. Da kann man doch gar nichts sagen. Ja, das ist auch super. Nur das Brustmodul, ihr habt vollkommen recht. Teilzeitbonus aktiv. Auch gut. Hier komme ich her. Ich finde es auch ganz beruhigend, dass wir wieder ein bisschen gelevelt haben, dass wir unseren... Wobei, ich gehe nochmal hoch, weil diese 879 Tech-Scrap hier, ja, die kann ich ja auf die Bank bringen. Immer schön ein bisschen sparen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen... Zinsen. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall kann ich es nicht verlieren. So, und jetzt gehe ich runter. Das muss schon alles seine Richtigkeit haben. So. Hier sind wir die gemeinen Typis.
So, der ist schön down. Ich könnte mal versuchen, hat der irgendwo eine schöne Panzerung? Das Brustmodul fehlt. Ich gehe mal einfach immer auf die Brust. Irgendwann habe ich vielleicht Glück. Okay, der ist zu schnell gestorben. Der konnte sich nicht von mir bedienen lassen. Schade. So, wie machen wir es jetzt hier? Da waren wir eben noch nicht. Das ist so ein gemeiner und der da ist so ein. Das ist so ein einfacher. Das ist so eine fiese Drohne. War aber kein Problem. Körper. Na gut, das so. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen aggressiver ran, weil wenn ich jetzt sterbe, ehrlich, dann ist meine Medibay nicht so weit weg und das kriege ich schon geregelt. So, Körper ist Spark Defender, da haben wir es doch. Okay, gehen wir gleich mal wieder zu unserer Medibay. Cool. Vielleicht können wir uns das jetzt schon leisten. Ich bin falsch gelaufen. Aber ist egal. So. Das war nämlich dort. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt einen Komplett-Set-Bonus hätten. Das wäre richtig geil. Komplette Rüstung. Schöne Spark-Rüstung, komplett abgeschnetzelt. Wäre doch super sexy. Ach, okay. Das ist ein Spark Defender. Der ist noch krasser. Aber okay, scheiß drauf. Da haben wir keinen Komplett-Set-Bonus. Aber geile Verteidigungswerte. Sollen wir doch wohl haben. Umwandeln. Umwandeln. Herstellen. Haben wir gebaut. Anlegen. Brustmodul. Was geht? Leute, was geht denn hier ab? Oder? Come on. Verteidigung 197. Also, geil ist es schon. Geil ist es schon. Ich speichere wieder, oder ich lege wieder den restlichen Tech-Crap-Kram auf die Bank. So, alles kann futsch gehen. Was verschreibt ihr? Ich bin eine Maschine, Fakelo, der Bondage-Clown. Kommt immer auch darauf an, wie man so einen PC zusammenbaut. Worüber sprecht ihr denn gerade? Was ist da los? Kommt doch mal ein bisschen klar hier mit mir. Hm? Schön. Ich fühle mich sehr stark. So, da sind sie jetzt wieder. Ballert ihr so richtig eine rein, weil ich bin ultra geil gepanzert. Mir ist das scheißegal. Linkes Bein soll es sein. Triffst mich nicht, weil und wenn schon. Hip in der Bein. Hack, hack, hack. Oh, da ist noch so ein kleiner Boy. Aber come on, was willst du denn, kleiner Boy? Ich hack dir auch alles weg. So, ich stückel dich. Ich stückel dich weg. Merkt ihr das, was in der letzten Stunde passiert ist? Vom. Ja? Also, ja? Merkt ihr das? Dr. Krogmann ist wirklich da. Operationssaal 2 ist komplett frei jetzt. Komm doch her. Komm her, Boy. Ich baller dich weg. Ja, kein Ding. Oh, diese Viecher, die machen doch noch Schaden. Komm her, Mann. Ja, ich wollte die abbauen. Man kann die abbauen, aber es hat nicht so gut geklappt. Ich gebe zu. So. Ich wäre vor einer Stunde jetzt zu 100% tot, weil meine Verteidigung nicht so gut war. Aber hey, freut euch mit mir, bitte. Das ist ja wunderbar. Kann ich irgendwo durch? Nö. Da noch was liegen lassen? Auch nicht. Terminal Z. Oder sie. Hier ist nur Wasser, da kann ich nichts machen. Gehen wir mal hier durch.
passiert dir? Warum ist das so? Hört ihr das auch? Ich sag's dir, Declan, Eli hat's auf mich abgesehen. Niemals. Er ist doch so gläubig. Eine Schlange ist er. Du weißt das mit unserer Schwester? Sie ist als Kind im Schlaf gestorben. Zumindest sagt man das. Aber ich weiß, was wirklich passiert ist. Doch würde Mama das glauben? Nein, geiler Kopf. Weil sie ihn ja so viel des Totens in einen zynischen Endzeitkult verwandelt. Aber was ist denn mit deinem heiligen Glauben? Ich will diesen Kopf haben. Oh nein, das ist diese scheiß Drohnen. Also diese Roboter. Ja, fuck off. Kein... Die down? Ja, ne? Ist sie nicht. Ach Mann, die muss ich erst zerstören, diese dummen Roboter. Runtergefallen, war klar. Oh, ne, das tut mir leid, ey. Auch für mich. Das finde ich richtig scheiße. Das finde ich richtig kacke jetzt. Das war so ein guter Run. Und jetzt bin ich in so einer dummen Dummheit. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Versteht ihr das? Das hat mich über... Ärgert mich. Alles wieder... Aber wir sind stark. Wir sind stark. Wir können das. Wo geht's denn überhaupt lang? Hier kam ich her. Kann mir jetzt sagen, was man will. Das war scheiße. So. Okay, ich bin falsch, oder? Nu? Ach so, jetzt habe ich doch da eine Tür aufgemacht. Alles klar. Okay. So. Den brauche ich jetzt nicht. Ich muss meine Rüstung holen. Es hilft nichts. Muss jetzt rein. Komm her, du Typi. Ah ja. Nur nicht sterben. Nur nicht sterben. Und damals hat man gemerkt, mit zu viel Hektik, ich muss mich zügeln. Könnt ihr mich bitte beruhigen im Chat? Könnt ihr mir sagen, Krogi, alles gut, du machst das schon, bisschen entspannter. Du bist zwar jetzt super stark, du bist cool am Verteidigen, aber mach's ein bisschen ruhiger. Mach ich jetzt auch wieder. Also wieder rein. Und ja, wir sind ja nicht so weit weg. Es ist auch alles halb so wild. Ich hatte immer so viel Schiss, wisst ihr? Ich denke, oh nein, jetzt hat sich das alles nicht rentiert. Kann ich auch mal den Typ kaputt machen? Vielleicht auch ein bisschen sinniger, wenn der down ist. So. Das ist der Geschütz, ist auch weg. Mach ich hier mal einfach sein Bein. So. Hätte ich das eben genauso gemacht. Hätte, ne? Ich habe schön 120 Tech-Scrap wieder, alles cool. Hier gibt's noch was zu holen, das habe ich gar nicht gesehen. Hat sich also komplett gelohnt. So muss man sehen. Jetzt kommt der fiese Fiesling gleich wieder. Wo war denn das hier? Ich glaube hier hoch. Genau, und dann war er dort. Warum bin ich da eben gestorben? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ach so, genau, wegen dem Ding da. Alles klar. Okay, den haben wir. Okay, das war lame. Jonathan, dies ist meine letzte Warnung. Du und deine Leute, ihr müsst zum Glauben zurückkehren. Mutter, ich habe ihr das Sagen und ich weiß, was ich tue. Du solltest mir ausnahmsweise mal vertrauen und mir das hier überlassen. Die Eindringlinge. Ey, wer spricht denn da? Also das ist dieses Hologramm, diese Dame? Wir müssen uns wieder vereinen.
Also du bist kein Drogenbaron, sondern mein Sohn. Kein Plan. Ist das Little Johnny und die Mutti? Ist das die Mutti? Werde selbst ich dich nicht mehr vor dir schützen können. Ja, Mutter. Du hast recht, Mutter. Stell noch heute die Aufgabe von Blue. Ich meine, er sagt es, das muss die Mutter sein. Führe die Seelen wieder zu mir zurück. Natürlich, Mutter. Ich werde es ihnen sagen. Vielen Dank für deinen Rat. Möge der Funke dich erleuchten, Jonathan. Triff mich in der Kathedrale. Möge der Funke dich erleuchten, Jonathan. Triff mich in der Kathedrale. Okay, ich raff halt die Größenverhältnisse nicht, deswegen habe ich gerade so komisch reagiert. Das ist irgendwie so ein Robotervieh und irgendwie ein super großes Hologramm. Na gut. Wo bin ich nun? Da ist wieder ein fieser Friese. So. Jetzt haben wir mehr Gegner. Kopf. Glück gehabt, dass genau in der Sequenz des Finishing-Sequenz die Drohne angekommen ist. Warum sage ich immer Drohne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Der Roboter. Neues Implantat. Okay, hier gibt's auch noch irgendeinen Shit. Gehen wir gleich hin. Was gibt's hier? Hier kann ich noch nichts machen letztlich. Ist noch irgendwas Schönes? Mal hier runter. Komm ich da wieder hoch? Ja. Kuri macht heute Nachtschicht. Minusstunden oder wie? Heute mache ich Minusstunden. Was sind denn Minusstunden? Warte mal. Hier war ich. Ach, jetzt bin ich wieder an der Medibay. Geil. Das finde ich super gut. Kann ich noch leveln? Ich glaube, ich kann noch leveln. Kann ich auch was herstellen, was Schönes Neues? Ich habe noch keinen coolen neuen Helm. Aber ich habe erstmal alles cool. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte noch drin bleiben. Entschuldigung. Ich möchte natürlich noch aufleveln. Und ich möchte noch ein bisschen was in. Ich glaube, in Ausdauer stecken tatsächlich. Oder Kerneffizienz-Gesundheit. Akkueffizienz. Ausdauer und Akkueffizienz? Oder ach, schwierig. So vielleicht? Oder so? Ja, so wahrscheinlich. Okay. Machen wir mal. Kann ich irgendwas Schönes upgraden? Kann ich meine Klingen upgraden? Ich habe kein Geld dafür, aber ich könnte tatsächlich bald auch mal meine Metamorph-Klauen upgraden. Das wäre auch geil für mehr Schaden. Das wäre meine nächste Investition. Sehr, sehr gern. Was habe ich noch für einen geilen Scheiß? Modifizierter Zerteiler an Spalter, Leute. Ja, wir gucken gleich mal rein, was ich auch für Waffen habe. Was ist das denn? Ein Banner gesetzt von Nuts Deluxe. Nuts Deluxe, dein Banner hat ja wohl gar nichts gebracht. Der ist schön weg. Hat mir schön 1000 Techstrap gegeben. Jetzt kann ich auch meine Waffe upgraden. Dankeschön. Richtig geil. Ach, mir fehlen noch 200. Oder? Habe ich nicht noch was gespeichert? Da habe ich ja noch was gespeichert. Upgrade nicht verfügbar? Warum nicht? Nicht genügend Tech-Scrap, nicht genügend Material. Was fehlt? Tech-Scrap oder Material? Na gut. Ich zahle mal. Okay, ich habe keine nicht genügend Tech-Scrap. Ich dachte, ich hätte noch was gelagert. Na gut. Aber schon mal schönen Dank für den Banner. Hier kamen wir her. Hier geht's weiter. Ist der Gegner wieder da, der eine fiese? Stimmt, ne? In der Ecke steht. So, gut erwischt. Ja, ach komm, wir machen einfach das Bein. Schönen Dank auch. Da, warte mal, da komme ich her von der Medibay. Damit kann ich nicht fahren, mit dieser lustigen Rutsche. Und da komme ich grundsätzlich her. Also geht jetzt hier bei diesem geilen Boy rein. Der da so traurig rumhängt. Was geht hier ab?
Hey, Boss, was machst du denn? Scheiße! Leute, Bossfight oder was? Oh fuck, okay. Bossfight. Little fucking Johnny ist gar nicht so little. Was muss ich machen? Er hat Kühltanks irgendwie. Oh fuck, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, Leute. Wir machen das gemeinsam. Der hier irgendeine Scheiße raus. Habe ich eigentlich immer schon angerichtet an Schaden? Nee, ne? Ah, das hat ja richtig weh. Na gut, was kann ich noch anwählen? Wie kriege ich denn wieder Energie zurück? Ich muss da irgendwie Energie kriegen. Ist ja super fies. Ah, habt ihr das gesehen? Okay, was ich jetzt aber gerade schon in der kurzen Zeit gerafft habe, ist, dass ich an diesen Füßen Energie bekomme. Ich habe noch keinen Plan, was ich genau zerstören muss. Ich habe ja irgendwie diese Füße, die ich auswählen kann. Er hat 3 Stück, der kleine Little Johnny. Und er hat 2 dieser Kühltanks anscheinend. Wahrscheinlich gibt es eine Reihenfolge, wie ich das am besten machen kann. Das war der erste Kontakt. Kann ich irgendwas mir wiederholen? Nö. Gibt's schon wieder einen Banner jetzt, ehrlich? 250, das reicht doch jetzt, oder? Dann kann ich mir jetzt doch die Waffe upgraden. Wäre saugeil. Kann ich? Na, es fehlen noch 45 Tech Scrap. Okay. Warte mal, wo war Little Johnny? War das hier unten? Hier war es direkt, okay. Achtung, jetzt kommt wieder dieser blöde kleine Action-Roboter. Ich gucke mir gleich den Chat an. Ich habe gerade Angst, dass ihr mich ganz blöd findet. Aber ich brauche doch, wir können das nur gemeinsam schaffen, wisst ihr? Ich brauche eure Zuneigung. Ich brauche irgendwie die Motivation von euch. So. Einmal noch mal fokussieren. Also, wir gehen jetzt rein. Das ist anscheinend wirklich ein Bossfight, Little Johnny. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch gar keine Schnitte hatte. Kühltanks, ihr seht's, ja, die werde ich zerstören müssen. Aber sieht man denn irgendwie, was ich da anstelle? Wisst ihr, was ich meine? Ich muss noch mal irgendwas zerstören hier. Und heilen muss ich mich. Zurück! Nein, 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 nein! Wuhuhu! Fuck, Mann. Nicht treffen. Okay, ich hätte das Ding fast kaputt gehabt. Ich hätte ein Teil fast zerstört. Ihr habt's gesehen. Also wirklich, ihr habt's gesehen. Das geht langsam. Ja? Ist er mal wieder heiser? Ja, Mann, das ist ein Endboss. Ich spiele gerade ein Leuchtes Search 2. Kein leichtes Spiel. Und ich will mich hier beweisen. Ich will hier die jungen Hunde, die wollen raus. In mir. So, weiter. Meine Zeit. Erst Tanks und dann die Beine, bitte gesagt. Okay, also bin ich auf einem guten Weg, ja? Das höre ich jetzt heraus. Heieiei. Wisst ihr was? Ich mache eben ein Waffen-Upgrade. Ich hole mir noch irgendwo.
Ich bringe den Typen um und gehe dann zurück. Das ist mir gerade. Das mache ich jetzt noch. Mehr Schaden kann auch nicht schlecht sein. So. Okay, ich habe jetzt genügend Tech-Scrap, um meine Waffe abzugraden. Das möchte ich noch machen. Dann nehme ich einen Schluck gegen meine Heiserkeit. Und dann, du machst das, Krogi. Ja, bitte. So nämlich. Soxidus, du bist ein guter Mensch. Wollt ihr alle gute Menschen sein? Dann gebt mir die Motivation. Wir wollen doch heute Abend hier weiterkommen. Ich brauche ein bisschen mehr Energie von euch. Schreib mich nicht so an, sagst du gleich. Aber ist ja gut. So, dreh mich nicht auf. Ich werde wirklich schon heiser. So. Textgrab lagern. Schön knüppeln. Upgrade. Kann ich jetzt diese Waffe upgraden? Das kann ich tun. Nicht umwandeln, upgraden. Upgraden ist. Muss erst umwandeln, okay. Verbessern. Cool, die ist verbessert. Jetzt hat das Vieh doch keine Chance. Krogi, 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 Tech Manager, wo ist die Trance-Music? Nur die Arme, nicht die Beine, Boss-Transformation. Ich baller dem Vieh alles weg, Leute. Ist mir scheißegal, ob Arme, Beine, Kapseln. Das Little Johnny ist klein genug. Krieg ich richtig? Ja. So, jetzt kommt der alte Opa, Onkel da. Das ist nicht hereingesprochen, da habe ich ihn geklaut. Genau gemerkt. So, jetzt habe ich genügend Energie. Ich habe alles. Ich habe tatsächlich noch nicht so den richtigen Plan von Johnny Defender da, aber wir kriegen das schon hin. So, wie ist die Stimmung im Chat? Maximal Eskalation. Wenn einer es kann, dann du, Krogi. Oh, Captain Krogi hat Nachtschicht. Ich lese alle vor. Scrap 28, Sickdrummer 89, Shazam Look 0x04, Old Man Yells at Cloud. Was heißt denn diese Scheiße? ich will einfach jetzt diesen Typ umbringen. Wie oft bin ich gestorben? Zweimal. Ne? Das ist, glaube ich, noch nicht so viel. Ich habe aber jetzt mehr Damage und ich bin fucking Defender Super Spark. Kühltank. Okay. Ja, gut, jetzt macht er erstmal seinen Scheiß da. Er will auch einfach nicht verprügelt werden. Ja. Oh, das tat aber weh. Auch weh. Ist dann auch. Naja, das hat nicht weh. Mache ich mehr Schaden? Ich weiß nicht so richtig. Mache ich? Muss ja. Komm her, Mann. Zumindest eine Kammer zum Angeben. Erste Kammer ist kaputt, oder was? Scheiß die Wand an, Mann. Scheiß die Wand an. Das ist doch Progress. Das ist fucking Pro-Gaming. Ich weiß es. Und das ist genau das Gleiche. Das kann nicht so schwer sein. Rein da jetzt. Oh, die Dinger tun auch noch weh. Jetzt bin ich gelähmt. Ich bin fucking gelähmt. Beweg dich. Ah. Gut. Entschuldigung, ich will nicht so rumschreien, aber es regt mich tatsächlich ein bisschen, als es ist anstrengend. Da sind Spiele, Leute, das sind Videospiele. Abhauen! Nein! Hopp! Ah, Gott sei Dank. Mal was anderes auswählen. Ich kühl dann. Abhauen. Abbauen, ein bisschen abdüsen jetzt. Man muss sich einmal kurz orientieren. Geht das? Können wir das auf einigen, Freunde? Okay, einmal. Okay, den will ich haben. Alles klar. Alles klar.
Jetzt weiß ich auch nicht, wie. Alles klar, okay. Boah. Ich find's geil. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich kann das schaffen. Lass uns wieder reingehen. Ich find's richtig geil. Es ist, also, boah, das, kennt ihr das? Das, wenn das so kribbelt? Ah, komm wieder rein da. Diddle Johnny, die alte Kacksau. Ich muss noch was trinken. Sorry, Adrenalin kostet auch Durst. Keine Ahnung, ich muss was trinken. Ihr habt richtig Bock, dem aufs Maul zu hauen jetzt. Mann. Dem Typen da auch. Guck mal, wie viel. So. Jetzt habe ich wieder. Na, ein Health Pack. Okay. Schön den Krogazer reinpfeifen. Wird hier geschrieben. Seid alle so geil drauf, Leute. Hoffentlich kriege ich jetzt die eine Kühlkammer. Also, das hat mir gut gefallen. Das ging ja eigentlich. Das habe ich schon durchblickt. Und der Boy da, jetzt macht er wieder seinen Scheiß. So, abhauen. Hier reinlaufen. Ein bisschen entspannt bleiben jetzt. Lässt er sich vom Boden fallen. Ich klopfe da ein bisschen gegen. Ich habe nur ein. Eingeschaltet. Das macht er. Die gefallen mir gar nicht. Gibt es da wohl irgendeine Lösung, die. Aber ich glaube, ich darf die einfach nur nicht berühren. Abhauen! Wollte ich wieder zu viel. Da wollte Kapitän Krogmann zu viel. Herr Doktor, da wollten Sie zu viel. Da wollten Sie auch zu viel, Herr Doktor. Da wollten Sie zu viel. Da wollten Sie zu viel. Da wollten Sie zu viel. Ich will jetzt. Ah, komm, das schaffen wir. Das ist doch nicht unmöglich. Das ist nicht unmöglich. Ich weiß noch nicht, ob es schlau ist, erst die Kühlkammer zu machen oder erst die Füßchen. Aber ist egal. Wir müssen eh alles. Müssen das alles umbringen. Los, Krogi. Mann, ihr werdet ja auch wach. Ihr werdet wach, ich werde wach. Endlich gibt's mal so einen Bossfight. Das ist doch geil. Nicht einmal diese kleinen Maden, die ich irgendwann umbringe. Hier ist ein richtiger Boss. Der mal was abverlangt. So, das hole ich mir erst ab, bevor geklopft wird. So. Achso, der hat mir jetzt keine. Das war auch nicht das. Erst war schnell kaputt gegangen, aber es war gar nicht so klug, weil jetzt habe ich keine Heilungsenergie für später. Na gut. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt. Ich meine, wenn ich mich nicht treffen lasse. Da geht's nicht lang. Wenn ich mich nicht treffen lasse, dann ist das ja scheißegal. Also wirklich. Du musst grinden. Wer braucht schon Heilung? Ich, ja, grinden, Popeinden. Ich will ihn jetzt umbringen. So. Grinde mich nicht an. Natürlich kann ich grinden, ist klar. Ach, jetzt kommt das schon, das kommt aber früh jetzt. Komm, das ist aber ein Spielchen, das ist aber ein bisschen früh. Abhauen! Ja. Okay, ich muss mich einmal orientieren. Ich muss mich. Also wir wollen es jetzt schaffen. Wir wollen das schaffen. Gibt's hier irgendwelche Heilungspäckchen für Michael Krogmann? Gibt's nicht, ne? Da sind wir uns einig. Okay. Wie mache ich jetzt die Füße? Ich muss ja beides können.
Ihr wisst, was passiert ist, ne? Ich konnte nicht wirklich was machen, weil genau diese Teile da waren. Ich versuche halt, jetzt meine Idee ist folgende. Ich versuche jetzt an den Füßen irgendwie Energie zu bekommen. Ja, nicht so. Ich versuche es, habe ich gesagt, ne? Okay, das hat funktioniert. Da bin ich jetzt gesünder rausgekommen als eben. Schön abhauen. Energie bekommen, also Stamina bekommen. Jetzt kommt der Vogel gleich wieder. Okay, ich habe wieder einen Energieblock. Heilen, okay. Damit kann ich, und der verdient noch Energie. Okay, das funktioniert, das funktioniert. Okay, da war ich zu weit weg, aber ich darf auch nicht überstützen. Ja, okay. Ich nehme alle mit, ne? Ich nehme alle. Tut mir leid, ich muss jetzt. Tut mir leid, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Okay, die Zelle ist kaputt. Abhauen. Oh, shit. Ich bin wieder auf guter Heilung. Das war zumindest auch mal wieder ein Block. Das war besser als eben. Der Kühltank ist zur Hälfte zerstört. Lassen Sie den Kühltank machen. Abhauen. Wieder diese Teile. Okay, jetzt brauche ich wieder Energie. Gehe ich also wieder an die Füße, oder was? Mache ich das? Scheiße, ich weiß nicht genau, wie ich wechsle zwischen... Ah, da. Ich brauche unbedingt Heilung. Genau so. Bitte, 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 bitte. Ich darf in keine einzige Mine mehr laufen, ne? Ihr wisst es. Die Füße sind erstmal einfacher. Ich glaube aber, ich weiß nicht genau. Also ihr schreibt erst auf die Füße oder was? Timo, ey, ohne Scheiß. Wir hauen das Ding, ne? Wir machen das fertig. Das muss hier zerstört werden. Ich bin gleich einfach ruhiger. Macht einfach Ingame-Sound lauter. Volle Konzentration auf den alten Mob. Okay, das war natürlich super dumm. Guter Versuch, Dankeschön. Ich glaube, das war ernst gemeint. Das hört sich nicht wie ein Troll-Kommentar an. Jetzt habe ich natürlich echt ganz schlechte, eine ganz beschissene Ausgangssituation, aber scheiß drauf. Ach so, zwischen Torso und einzelnen Beinen wechseln, L2. Okay, das habe ich, das brauche ich. Zwei Beine auf der gleichen Seite weghauen. Okay, machen wir. Wir hauen jetzt erstmal die Beine weg, versprochen. Weil das habe ich nämlich verstanden, wie es gehen könnte, glaube ich. Achso, ich hole jetzt meine Heilung. Das macht auch Sinn. Ist das meine Heilung? Ja. Okay. So. Schön verpissen. Der macht seinen Stampfi. Jetzt wieder Stamina aufbauen. An seinen Fuß kommen. Er macht seinen Angriff. Abhauen, Stampfi, rumlaufen. Zwischendurch heilen, weil man bekommt ja Energie. Toll. Er macht seinen Angriff. Klopp, klopp, klopp. Abhauen. Glück gehabt. Super viel Glück gehabt tatsächlich. Energie bekommen. Um ihn rumlaufen.
abhauen. Es war nämlich relativ spät, aber alles cool. So, es hat doch alles Sinn und Verstand. Jetzt habe ich zwei Energiezellen. Ich hatte zwei Energiezellen. Ich habe zwei Energiezellen. So. Ausgewichen. Weil er mir gar nichts kann, der Arsch. Er macht dann... Okay, er hat seinen Angriff gemacht. Ich habe einen Fuß zerstört. Ich gehe auf den anderen Fuß. Ihr habt gesagt, zwei Füße. Ich glaube euch da jetzt einfach mal. So. Glück gehabt! Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Zwei Füßchen sind down. Jetzt die Kanister, oder was? Oh shit, was geht ab? Die hat er auch spät gebracht, das muss man zu meiner, wie soll ich sagen. Scheißegal, ich war gut. What the fuck? Was ist denn das? Ja, 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 ja. Das ist die... Oh, geil, geil, geil. So. Oh, warte. Ah, gut. Gleiche Shit nochmal. Geht das scheiß Herz, Leute? Nicht in noch eine Mine treten, weil dann ist nämlich irgendwann... Little Johnny, was geht? Little Johnny ist fucking wütend. Ich brauche unbedingt Heilung. Kann man ja sagen, wie ich Heilung bekomme. Alles tut hier scheiße weh, Mann. Ich laufe in Minen ohne Ende.
Nein, bitte. Okay, wir machen es anders. Die Füße sind wesentlich leichter. Also die Füße zu machen, das ist viel, viel leichter als diese blöden Container. Ich muss versuchen, erst die Container zu machen, um dann mit den Füßen Energie zu bekommen. Also wirklich, egal was ihr sagt, aber das ist mein Gefühl. Es lief aber wirklich, ey, es lief doch besser. Ich muss da direkt rein. Ich muss da direkt jetzt rein in die Drecksau. Heieiei. Jetzt noch wieder Textgrab. Ja, speichere ich direkt. Ich leg das nochmal rein hier. Textgrab lagern. Schlag aufladen. Das war geil, ja, Mann. Borstis Garage. Danke. Rein in den Drecksau. Ich fand's auch gut. Es war wirklich nicht schlecht. Es hätte jetzt durchaus auch klappen können. Der Anfang war natürlich auch nicht so nice. Also jetzt hier, meine ich. So, jetzt brauche ich hier mal ein bisschen Energie schon von Anfang an. So, einen habe ich schon mal. Gut, eine volle Packung bekommen. Habt ihr Tipps für mich? Container immer nur. War schon gut, so weiter so. Ja, danke. Das kann ich gebrauchen. So, wir machen jetzt den Container. Ist mir egal, was ihr meint. Jetzt glaube ich da rein. Ich weiß nicht, ob Schlag aufladen wirklich so viel bringt. Wo ist denn übrigens das Ding hier? Das brauche ich nochmal. Okay, der erste Container ist down. Jetzt würde ich mal einen Fuß machen, glaube ich. Nehmen wir den. Die habe ich nämlich relativ intuitiv drin. Und zwar, wenn er diesen einen Angriff macht. Scheint das den nämlich. Dann kann ich da ein bisschen draufkloppen. Hau ich ab. Und dann ist alles cool. So. So, jetzt bin ich wieder voll. Jetzt will ich direkt den anderen Container machen. Seid ihr damit einverstanden? Geil! So, Füße! Überhitzt schon der Arsch! Dein scheiß Angriff, Mann. Ich werde nichts ändern jetzt an meiner Spielweise. Glück gehabt.
Aber wieder voll Energie. So, jetzt warte ich mal wieder ab. Nicht überstürzen, das ist jetzt die Gefahr. Was ist das hier? Ich habe zwei neue... Geil, ich habe zwei neue Health-Container. Geil. Geil, ist auch kaputt. Erstmal abhauen. Da ist der nächste. Okay, wir machen es genau so, ja? Okay, jetzt nicht vernachlässigen. Da bin ich jetzt immer reingelaufen. Das kann mir noch mein Verhängnis werden, tatsächlich. Dieser Scheißangriff von ihm. Der hat gesessen, ne? Der hat nicht getroffen. Scheiße. Okay, komm mal aus der Ecke raus, Boy. Geil, das ist schlau. Jetzt vielleicht wieder Heilung. Nein, nein, nein! Okay, okay, okay. Oh, ist das hart, ist das hart, ist das hart, ist das hart. Oh, diese Minen, Leute, ich, Kacke, Kacke! Ein bisschen mehr Abstand. Scheiße, diese Kackmine! Scheiße, Mann! Ah, diese Scheißmine! Diese Kackmine! Ah, fühlt sich das mistig an! Fühlt sich das scheiße an! Diese blöde Mine im Boden, die ich nicht gesehen habe! Und jetzt läuft der Typ hier alleine! Ach, nee! Mine 1, Krogi 0! Zu viel gezögert! Ich war so scharf daran! Ah. So langsam hat's der Limmel aber wirklich verdient, schreibt mir die Leute. Ja, Freunde, F, ja, danke. Ey, ich glaub, ja, ich schaff das auch. Also ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, oder nicht? Ich ärgere mich gerade, dass wir das nicht gemacht haben, wirklich. Das wäre doch so ein schönes. Was ein schönes Ende wäre das. Mein Herz ist wieder. Ich habe jetzt einen Puls von 60, ganz normal. Das schlägt ganz schnell. Ja, ich würde gern. Nee, also. Ah, nee, wie spät haben wir's? Nein, Leute, das ist. Ich weiß nicht, ich glaube, wie wär's, wenn wir morgen einfach, also, ich weiß nicht, oder die Tage, wir machen die Tage einfach weiter. Ich brauch Feedback, ich kann das nicht, Leute, ich brauch Ruhe. Ich hab so Bock, dem jetzt auf die Fresse zu hauen. Es dauert ja auch so lange, dieser Scheißkampf. Immer weitermachen, auf jeden Fall, ich pack das auch, gar kein Problem. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich hoffe, ihr merkt das, es ist nicht kein gestelltes Lachen, kein gestellter Shit. Ich find's super cool, dieses Spiel. Mir macht's, aber hätte ich jetzt Bock drauf gehabt, den zu legen. Wir machen das zusammen weiter, versprochen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und bleibt am Ball. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, ja, da ist Potenzial da. Also, ich hab echt so Bock. Wir machen das, wie gesagt, später weiter, die Tage, wann auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, was weitergeht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Hoffentlich recht zeitnah, das kann schon sein. Danke an die Regie, danke an Timo, an Julius, an Martin, die ja den Kram aufgebaut habt. Und ja, war noch eine coole, spontane Session. Sei mir nicht böse, wenn wir jetzt aufhören, weil es war eben dann ja doch noch jetzt eine kurze Runde, die wir noch uns eingelegt haben. Freunde, schlaft gut, bleibt uns treu, lasst mal einen Daumen nach oben da und, ja, gebt mir Tipps. Ich will dieses Scheißspiel durchspielen. Ich werde dieses Kackspiel durchspielen. Hier auf dem Sender, mit eurer Hilfe. Gut. Bis dann. Tschüss.